Schweizer Sanatorium St. Leonhard soll Marcells fünftes Kind bald das Licht der Welt erblicken. Hebamme Eva Derler will die Geburt nun mittels Lagewechsel natürlich einleiten und dadurch Vanessa schneller zur Vierfachmami machen. Jetzt lass das schieben und lass den Druck jetzt bitte zu. Gut. Vanessa, ich hätte gern, dass du für 5 Wehen in diese Knie-Ellbogenlage gehst. Gell? Dass wir dem Baby helfen, dass es die Kurve macht. Gell? Könntest du dich so, Marcel, vielleicht magst du dich da hinsetzen? Ja. Man muss dann einfach unterschiedliche Positionen ausprobieren, um das Tiefertreten des kindlichen Kopfes eben zu verbessern. Eine gelungene Aktion. Durch die neue Position verstärken sich Vanessas Wehen. Aufrichten, aufrichten. So, du massierst dein Kreuz und jetzt lass es richtig nach unten schieben. Wäre das eine Position zum Entbinden? Nein, gell? Nein. Okay, ich sag nur, ich frage nur. Und da kommt auch schon die nächste böse Wehe. Du hast die Wehe geschafft und glaub mir eins, diese Wehe kommt nicht mehr. 2 andere, aber die nicht mehr. Also du hast schon wieder was geschafft, okay? Kopf nach vor. Wie bestellt, wird geliefert. Nicht diese, eine andere. Vanessa nimmt jede Wehe tapfer. Ja, die Schmerzen sind nicht so arg, nur der Druck nach unten, ja. In einer der nun immer kürzeren Pausen setzt der Wehenschreiber plötzlich aus, was erneut Angst und böse Erinnerungen hervorruft. Das eine Teil ist ausgegangen. Der Wehenschreiber, ja. Das ist, jetzt ist der Moment, was ich gesagt habe, wo man den Wehenschreiber nicht mehr braucht, okay. Sondern man braucht nur in das Gesicht von der werdenden Mama schauen und sieht man eigentlich ganz gut, ob er weh ist oder nicht, gell? Okay. Aber ich kontrolliere es lieber. Ja, hast recht, das ist der Wehenschreiber. Am liebsten hätte ich das CTG-Gerät herausgetragen, weil man hat gesehen, dass Vanessa und Marcel ständig auf die Herztöne schauen. Ich habe dann die Herztöne sogar leiser gedreht, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Marcel hat es wieder aufgedreht. Man hat einfach wirklich gemerkt, da ist eine Sorge, da ist eine Angst. Passiert das wieder, dass das alles so eine Akutsituation ist? Hoffentlich nicht. Sanatorium St. Leonhard. Bei der Geburt ihres gemeinsam gezählt 7. Kindes erreichen die 21-jährigen Jungeltern Marcel und Vanessa nach knapp 6 Stunden Wehen die Zielgerade. Oh. Oh. Schau, euren Ausmacht sieht jetzt ganz auf den Weg. Oh, komm. Schön. Wir bleiben in Seitenlage. Marcel, du bleibst schön mit deiner Frau beim Kopf. Gut. Meine Liebe, ruhig atmen. Hör zu. Wir zwei müssen zusammenarbeiten, okay? Du schaust entweder den Marcel an oder mich an, okay? Jetzt hör mir zu, Vanessa. Ist sie Druck zu? Ja, das ist jetzt das Köpfchen. Wohl etwas größer, Lines Köpfchen. Gebären ist körperliche Schwerstarbeit. Gebären, da geht's zur Sache, das tut weh. Und es ist oft so ein markanter Schrei. Das merkt man so, wenn der Muttermund weggeht. Und quasi von der Eröffnungsphase in die Austreibungsphase gelangt, wo das Köpfchen tiefer tritt und es automatisch einen Pressdrang hervorruft. Das war einfach alles natürlich dann einmal zu viel und das äußert sich in Panik, in Schreien. Halt durch, Vanessa. Lang kann das Wunder der natürlichen Geburt nicht mehr dauern. Es ist das Wunder Geburt, das Vanessa im Grazer Sanatorium St. Leonhard gerade zum 4. Mal in ihrem 21-jährigen Leben an ihre Grenzen bringt. Ganz nah dran unser werdender Fünffachpapi Marcel. Ah! 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 Ah!
wurscht, wie laut das schreit. Ich bin einfach dann direkt zu ihrem Gesicht mit meinem Kopf gegangen. Dass sie auch gespürt, dass ich die ganze Zeit da bin. Vanessa, jetzt hör zu, Vanessa. Na, jetzt gut zwei. Hör zu. Es spannt jetzt ganz kraus, ja. Vanessa. Eine Wehe und dein Baby ist da. Und du kannst ganz stolz auf dich sein. Atmen. Atmen. So, jetzt stehst du allein bei mir dran. So, und gar nichts tun. Na, gar nichts tun. Atmen. Bist du noch? Au, ganz durchatmen, 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 nicht verkrampfen. Und jetzt atmen wir. Schau her. Weißt du, was wir jetzt wollen? Dass eure Maus zuerst den Papa und die Mama anschaut. Schaut sie mal her. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, weil ich war konzentriert, eine gute Hebamme zu sein. Aber es waren vielleicht 4, 5 Wehen. Und man kann bei so einem schnellen Verlauf dann gar nicht sagen, was ist eine Presswehe, was ist jetzt keine Presswehe. Die kleine Maus war dann relativ rasch geboren. Im Grazer Sanatorium St. Leonhard ist nach 6 Wehenstunden Ruhe im Kreissaal eingekehrt. Vanessa und Marcel haben ihr gemeinsam gezählt 7. Kind bekommen. Willkommen im Leben, kleine Lina. War eine sehr schöne Geburt. Also, es hat eigentlich alles so funktioniert, wie wir es gedacht haben. Und es ist sehr flott gegangen. Also, es waren jetzt 3 Presswehen und das Kind war da. Ja, es ist ziemlich schnell gegangen, aber es ist gut so. Sie hat das super gemacht. Ich bin vollkommen stolz und habe wieder mal ein kleines Putzel auf die Welt gebracht. Ja. Also, nicht ich, du. So. Aber ich war Vollgas dabei. Ja, es war sehr schön für mich, wie ich gesehen habe, dass der Marcel gar nicht von mir weggegangen ist. Also bin ich echt stolz auf ihn. Das ist so schön gegangen alles. Ja, jetzt geht's mir eigentlich eh schon wieder ziemlich gut. Together we're winners. They say that we're out of control. They say we're sinners. But don't let them. Ja. Ein kleines Wunder halt. Und das ausschaut wie der Joel. Also, der Joel hat das Baby, wie auf die Welt gekommen ist, genauso ausgeschaut, wie sie jetzt ausschaut. Ende gut, alles gut. Jetzt ist es amtlich. Die kleine Lina macht Marcel mit 21 zum 5-fachen Papi und seine gleichaltrige Ehefrau Vanessa zur 4-fach-Mama. Und der Papa möchte die Nabelschnur schnell, oder? Möchte Papa das wirklich? Okay, einst wurden große Töne gespuckt. Ich habe einen starken Mann, einen sehr starken Mann. Ich habe viel Blut gesehen.
Mich würde es interessieren, auf jeden Fall, wie die Kleine geholt wird, weil ich habe bei meiner ersten Tochter auch zugeschaut. Zugeschaut und weggekippt. Das Kind, da fliegt oben. Und das nicht nur einmal und trotz blutrünstiger Vergangenheit. Ich habe gesehen, wie bei meinem Bruder schon Sachen aufgeschlitzt waren, wo ich reinschauen habe können. Ich habe mein eigenes offenes Knie gesehen. Doch Marcel war halt immer schon weicher als sein Image. Und jetzt? Auf ein neues? Marcel reißt sich zusammen und geht's an. Jetzt kommt der große Moment. Bitte schön. Liebe Lina, jetzt musst du dich um deine eigene Jause kümmern. Einfach da Richtung Nabelklemme. Jawohl. Also ich kann schon auf jeden Fall mit solchen Sachen umgehen. Und sie meint, ich sperre mich an, fliege um. Und das meint ja jeder. Gratuliere. Ja, es ist eigentlich relativ gut. Also es war schön. Es ist jetzt nicht so schlimm gewesen, wie ich gedacht habe. Also. Wie fühlst du dich? Ja, du schneidest. Wie soll ich dir das sagen? Es ist halt ein wenig. Kennst du das Gefühl, wenn du ein Putenfleisch vor dir liegen hast und mit dem Messer durchfährst? Ja. Ja, so. Okay. Geschmack. Ja, das Geschmackige ist halt, wenn ich das Blut auf einmal ausspritzt aus der Nabelschnur. Ich habe von der ersten Sekunde an direkt zugeschaut, wie das Ganze passiert ist. Wie der Kopf rausgekommen ist, dann wie es ganz rausgekommen ist und dann auf einmal. Pssst, pssst, pssst. Ja, und dann habe ich die Plazenta auch noch gesehen und dann ist auf einmal voll der Blutstrahl gekommen und ich denke mir so, wow und yeah. Und naja, ich habe mir das wirklich alles ganz genau angeschaut und bin eigentlich verwundert, weil wenn ich so eine kleine Wunde auf der Hand habe, fliege ich fast unbemerkt.